So, Zombie-Mod funktioniert wie der normale Spielmodus. Das heißt, wir sind ein Soldat, wir laufen rum und wir schießen Gegner. Und zwar als erstes Mal Zombie-Hühnchen. Und, so, genau. Das heißt, wir töten hier die Zombies. Und nach einer Weile öffnen sich dann die Tore, sodass wir andere Mitstreiter mit dazukriegen können. Namentlich diejenigen aus der Kampagne. Also zum Beispiel hier drüben ist der Sunny. Da drüben, das ist der, genau der Elite-Soldat, der die Panzerfäuste immer mitbringt. Da haben wir so einen Rambo-Typen. Da unten haben wir, glaube ich, den Delta Force, genau. Das Delta Force ist ja so eine Elite-Einheit. Ja, und so töten wir hier die Gegner in der Gegend. Und da die Optionen nicht viel herzeigen, also ich kann euch einfach mal kurz. Ich denke, es gibt auch Ingame-Optionen. Genau. Das ist das Optionsmenü. Es gibt, bevor das Spiel startet, kommt ein kleines Fenster, in der wir aussuchen können, welche Auflösung wir spielen und in welcher Qualität. Also mit der hervorragenden Auswahl von schlecht, mittel, gut. Oder beziehungsweise schlecht, mittel, hoch. Und hauptsächlich können wir hier nur aussuchen auf Vollbild oder welche Steuerung wir wählen. Rebindable ist es nicht, was natürlich ein kleines, ein bisschen Kritik gibt, aber. Immerhin drei verschiedene zur Auswahl. Wobei Touchpad. Okay. Ja. Jedenfalls Maus. Wobei, das ist doch nicht Touchpad. Die meinen doch eher hier Tastatur, meinen die wohl eher. Nein, ich glaube, die meinen Touchpad. Naja, jedenfalls Maus, Tastatur, Audio können wir auch nur so einstellen. Also eben sehr bescheidenes Einstellungsmenü. Und damit hätte ich das Spiel auch so im Großen und Ganzen gezeigt. Denn mehr umfasst es nun mal nicht. Wobei ich sagen muss, mehr habe ich auch nicht erwartet, als ich es mir gekauft habe. Und für einen portierten Mobile-Titel, wobei ich das noch nicht bestätigt habe, falls das falsch ist, werde ich sicher noch erwähnen. Aber die Firma, die es entwickelt hat, Zunge. Die Firma, die es entwickelt hat, heißt Mobile Entertainment mit Anhang. Hört sich also schon nach einem Mobile-Entwickler an. Und für den Preis, den es jetzt im Steam Sale besonders noch kostet, ist es auf alle Fälle ein lustiges Gelegenheitsspiel. Auch wenn der Multiplayer-Mode eigentlich sehr witzig wäre in dieser Mechanik. Also hätte ich gerne einen gesehen. Das wäre lustig gewesen. Schade drum. So. Und jetzt geht nämlich das erste Tor auf. Also eben die, die es nicht mehr interessiert. Die können jetzt ausmachen. Ich werde jetzt einfach noch den Zombie-Modus so weit spielen, wie es klappt. Und dann ist Schluss mit dem Video. So, und jetzt seht ihr, jetzt haben wir nämlich wie im Spiel auch, haben wir jetzt zwei Mann dabei. Was uns natürlich auch doppelte Feuerkraft gibt. Mal abgesehen davon, dass der Typ Sunny ist und uns auch. Oh, verdammt. So, und jetzt finden wir hier auch Granaten. Jetzt kann ich auch Granaten rumschmeißen, wenn ich Bock drauf habe. Wobei die Granaten einen so großen Sprengradius haben, dass es mir schon öfter passiert ist, dass ich meine eigenen Leute damit gefetzt habe. Besonders mit der Bazooka. Weshalb ich empfehlen würde, die nicht gegen jeden 0815-Zombie einzusetzen. Ach genau, was sonst noch ein bisschen fehlt in dem Spiel, vielleicht als kleine Kritik. Ein Soundtrack. Ich meine, es hat zwar Sound jeweils, wenn eine Mission beendet wird und wenn man eine anfängt und so. Und im Menü, aber es hat keinen Soundtrack während der Mission. Das mag vielleicht der Atmosphäre geschuldet sein, also dass halt die Atmosphäre erhalten bleibt. Aber insgesamt hätte ich da doch ein bisschen. Hätte vielleicht ein bisschen musikalische Untermalung nicht geschadet. Jetzt gerade auch im Zombie-Mode. Ja. Aber was soll's, hat's halt nicht. Stört auch nicht so sehr. Wie gesagt, also wer Lust hat auf sowas, das Spiel ist es wert. Hat jetzt auch keine Bugs oder so. Einmal habe ich es beinahe geschafft, mich an einem Hügel festzuklippen. Aber nur beinahe. Konnte dann wieder rauslaufen.
Es erinnert halt oft mehr an ein Online-Spiel als an, also was sage ich, ein Online-Spiel, so ein Browser-Spiel, als an einen tatsächlichen Titel, der verkauft wird. Aber bei dem, was heutzutage einem so alles angedreht wird, und besonders für den Preis, ist es ja okay. Punkt, der Punkt, der Punkt, der Punkt, der. Schon sechs Bazookas. Kommt her, Zombies. Damit ich mich selbst sprengen kann. Die Hühner geben im normalen Spiel geben die Minuspunkte, wenn man sie erschießt. Was ich irgendwie schade fand. So, als kleine Counter-Strike-Referenz hätten sie dir Punkte geben lassen können. Dam-da-dam-da-dam. Und zweites Tor offen. Ha, diesmal läuft das ja wie geschmiert. So, holen wir uns mal den Herrn hier. Wie gesagt, diese Zombie-Mod, die ist gratis dabei. Die muss man nicht irgendwie noch als DLC kaufen oder so. Ja, ich schaue dich an, Call of Duty. Oder GTA 5, wo ja auch jetzt ein DLC als Gerücht im Umlauf ist, dass die ein Zombie-DLC einbauen wollen. Alle erschießen, erschießen. Oh, Luftangriff. Das könnten wir doch mal ausprobieren. Ich habe noch nie Luftangriff ausprobiert. Auf die nächste größere Gegnermenge schmeiße ich Luftangriff drauf. Jetzt habe ich das Huhn übersehen. Manchmal auch etwas nervig, wenn die Gegner direkt bei einem spawnen. Ah, Welle 13. Bei meinem ersten Versuch bin ich bis in Welle 19 gekommen. Ich schmeiß jetzt mal Luftangriff da drauf. Ach du Scheiße. Nicht schlecht. Das Gute ist, man kann die Gegner schon beschießen, wenn man sieht, dass sie aus dem Boden kommt. Das ist etwas, was mich bei vielen Zombie-Spielen stört, dass man das nicht kann. Bam, 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 bam. Wie ihr seht, da muss ich schon mehr investieren an Kugeln, wenn die schreienden Zombies da auf mich zukommen. So, habe ich jetzt mal Gebrauch von der Rakete gemacht. So, Welle 15. Da ist halt wirklich was für zwischendurch. Und was mich halt da dann auch wieder stört, ist, warum gibt's kein Online-Leaderboard? Leute! In welchem Jahr lebt ihr? Es gibt kein Online-Leaderboard dafür. Und das finde ich halt problematisch. Oh, verdammt. Angriff der Killerhühner. Der hat's überlebt. Beziehungsweise er ist gerade erst rausgekommen. So. Oh, cool. Noch einer. Es gibt ein Achievement dafür, wenn man alle fünf lebend zusammenbekommt. Nehmen wir mal den Rambo-Typen mit. Ich habe keine Ahnung, was der als Spezialfähigkeit hat. Ah, verdammt. Verdammtes Huhn. Ah, jetzt werden es langsam viele. Außerdem immer schauen, dass der Feind weit genug von einem entfernt ist, bevor man den Raketenwerfer einsetzt, weil der, wie gesagt, einen sehr großen Radius hat, in dem er Schaden verursacht. Aber wir können ja mal den Innenhof wechseln, können ja mal in den hier reingehen.
Oh, verdammt. Ah, und das war's dann mit dem Achievement. Das ist eben so ein bisschen das Problem. Die Gegner können auch auf einem drauf spawnen, wenn man sich an die Ränder stellt. Man kann aber die Soldaten auch wiederholen. Wer ist denn eigentlich gestorben? Mein Hauptcharakter ist gestorben, wenn ich mich täusche, wenn ich das richtig sehe. Der Soldat, den ich von Anfang an hatte. So, weil er 18. Bald sollten mal ein paar neue Gegner kommen, soweit ich weiß. Stirb. Boom, Granate. Ja, wie gesagt, man soll sich nicht so nah an die Ränder stellen. Ah, verdammt. Die explodieren, wenn sie an einen rankommen, da die Schreienden. Das ist nämlich eigentlich die Charakter... Oh, okay, da kommt der erste große Gegner. Ich sagte ja, die sollten bald kommen. Aber der ist leicht besiegt, wenn man die Raketenwerfer dabei hat. Ah, bei der 19. So, und jetzt habe ich nämlich den gerade... Okay, und jetzt muss ich alle Welt genug wegkriegen. Sonst stirbt noch einer von mir an der Explosion. Deine ist ja schon fast tot. Geht alle weg! Shit. Oh nein. Wenn die Selbstmordattentäter an mich rankommen, dann ist vorbei. Luftabwurf! Yay, Granaten. Wunderschöne, unnütze Granaten. Nehmt das, Zombie-Hühner. Oh nein! Oh, wie fies! Direkt neben dem Trupp gespawnt. Was für eine Scheiße. Ah, ich habe nicht das Gefühl, dass das noch sehr lange... Tja, hat sich gelohnt, den Luftangriff reinzurufen, wenn... Ah, shit, nur noch einer am Leben. Okay. Ein Mann, schwer verletzt. Aber er kriegt immerhin Verstärkung. Immerhin das. So, auf Rambo. Schnappen wir uns den hier. Ich glaube, ich gehe mal in diesen Innenhof hier. Mit dem Delta Force Soldat. Oh, shit. Mein Rambo hat nur noch ganz wenig Leben. Ich würde es... Oh, scheiße. Und Rambo starb an einem Killerhühnchen. Muss halt der Delta Force Soldat alles allein machen. Ja, die anderen müssten eigentlich bald mal respawnen. Ja, da ist nämlich schon der... Genau, da sind schon die ersten respawned. Sammle ich die mal ein. Da ist gar schon 3 Mann respawned. Na dann. Ich steck fest. Ah! Ah, Zombiehündchen. Multikill. Oh, shit. So. Der hat nur kurz durchgehalten. Ach nee, da ist ja noch gar keiner gespawnt. Ich laufe da immer in die Gitter rein, wenn ich mich darauf konzentriere, wo ich hinschieße, statt da, wo ich hinlaufe. So. Ah, wird eine längere Folge, wie sie aussieht. Oh, scheiße. Wie sie noch sagen, bye-bye, wenn der stirbt. Luftangriff. Ah, nein, der Delta Force, Mann! Ah, scheiße, das wird nichts mehr. Jetzt habe ich auch die ganzen guten Männer verloren. Ah, da oben ist der Rambo wieder bereit. Ich den am besten holen. Da oben ist ein Medikit. Ja, da ist ein Medikit. Oh nein, von hinten!
Ah, super. Der respawnt wohl sehr schnell. Ach, du kommt! Wenn ich sterbe, sterbt ihr mit mir. Oh nein, der Selbstmord! Nein, nein, nein! Oh, das war knapp. Sterbt alle. Sterbt. Er braucht so viel zu lange, um die Typen zu erledigen. Bum, badum, badum. Yay! Neue Waffen. Ah, Medipack. Wie viel Leben habe ich denn? Ah, voll. Ach du! Pff, ein Camper! Dreckiger Camper. So. Da hinten ist der eine respawned. Oh shit. Nein, Killerhühnchen. Okay. Ich hab, wie es scheint, nochmal mit dem Luftangriff viel erledigen können. Durch die Mitte. Ach, kommt. Ah, da war noch ein Hühnchen. Okay. Ah, gleich gehen wir auf die Spezialwaffen aus. Ach, der Delta Force Soldat ist wieder da. Das ist gut, der macht viel Schaden. Oh nein. Ja, ihr seht schon, was der hat eine viel höhere Feuerrate. Sterbt allesamt. Oh fuck. Und nur noch der Delta Force Soldat. So leicht nicht, ihr Pisser. Ah, Rambo ist wieder da. Oh, und der auch. Oh shit, und da ist natürlich ein Hühnchen direkt gespawnt. Na, ein Achievement immerhin dafür, dass ich so viele wiederbelebt habe. Ah, das passt noch jetzt gerade, das Gesundheitsupdate. Upgrade. So. Oh shit. Ich glaube, ich kann fürs Erste nicht hier raus. Oh shit, da kommt ein großer und ich habe keine schweren Waffen. Rennt! Oh nein! So. Ich glaube, den kriege ich noch. Ich auch erstmal die anderen einsammeln, bevor ich die nächste Welle einläute. Lauft, 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 lauft. Ah, der Delta Force war ja von dort. Ach, das sind doch neue Raketenwerfer, das ist doch gut. Aber den kann ich, glaube ich, auch so erledigen. So, tot ist er. Und da ist auch unser Protagonist wieder. Ach du meine Güte. Raketenwerfer sollte ich mal ein bisschen sparen. Für die nächsten großen, die kommen. Oh, scheiße. Sterb, sterb. Ich glaube, dieses Video wird gerade viel zu lang. Na, Glück gehabt. Habe ich nicht den Delta Force mal mitgenommen. Ich glaube, das werde ich wohl in zwei Teile splitten müssen.
Stirb. Du hältst mich nicht davon ab, meinen Sunny mitzunehmen. Ach, jetzt habe ich mal alle fünf zusammen und dadurch das Achievement. Aber der eine ist schon wieder fast tot. Scheiße. Ja, hat lange angehalten. Shit. Also wenn ich sterbe, dann sterbe ich mit Ehre und jage mich selbst in die Luft. So. Puh. Nein, Geld. Warum? Immerhin habe ich diesmal ein bisschen stärkeren als letzten Mal. Nicht so wie, wenn ich den in der Mitte da, den Protagonisten, habe, der kaum schießen kann. Nein, 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 nein! Ah, und das war's dann. Ich glaube nicht, dass ich da rauskomme. Da durchrenne vielleicht noch. Ah, doch. Hab mich mal wieder hier rausgemogelt. Ah, da sind Medipacks. Granaten. Ja, ihr seid so unglaublich gruselig. Ich wollte nur gucken, ob der vielleicht inzwischen respawned ist, aber nee. Noch keine neuen Soldaten. Ah, sehr schön, jetzt wieder. Was? Nein! Ich dachte, ich könnte schnell genug erledigen. Ach, kommt. Zumindest auch, dass die Granaten durch den durchfliegen, statt an ihm abzuprallen. Okay, okay, okay. Ja, und vorbei. Nein, sie fressen mich. Okay. Ja. Ich denke, das war wahrscheinlich jetzt ein verdammt langes Video. Deshalb danke ich euch fürs Zuschauen. Und wenn euch es gefallen hat, Tiny Troopers, dann kauft es euch. Wenn nicht, lasst es. Wenn ihr euch nicht sicher seid, es ist 1,40 Euro. What could possibly go wrong? Hier könnt ihr übrigens auch noch verschiedene Profile anlegen. Ja, und da ist die Sprachauswahl nur für, falls jemand von euch kein Deutsch, sondern Chinesisch spricht oder so, dann haut zu. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur... Nein, nächste Woche nicht, weil nächste Woche ist Gamescom, da werde ich kein Video herausbringen. Aber dann... übernächste Woche wird auch schwierig. Wahrscheinlich schon 3 Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis in 3 Wochen.